Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Aktuell viele Videos, super viele Themen, die mich persönlich interessieren und ich freue mich, dass ihr immer auf den Like-Button drückt, das könnt ihr jetzt auch machen. Heute könnte ein bisschen länger gehen, das hier ist wie gesagt der Anfang von der Aufnahme, ich weiß es noch nicht, aber ich würde gerne einmal so ein bisschen mein Mindset erklären, weil ich weiß, dass ich auch viele neue Zuschauer und Abonnenten habe, die Call of Duty noch nicht so lange spielen wie ich und vielleicht auch noch nicht so lange wie viele von euch, sondern ich spiele seit 15 Jahren. Das heißt, ich würde schon behaupten, dass ich so ziemlich jedes Call of Duty gesehen habe, ab dem Punkt, wo es wirklich relevant wurde. Und ich komme ja durchaus mal negativ rüber, aber es gibt dann immer wieder diese Meinung von Leuten, die irgendwie seit ein oder zwei Monaten oder Jahren COD spielen, die dann jetzt schon genervt sind und auch wir, die jetzt schon länger spielen und dann ist es so, ja, XDefiant ist der COD-Killer, Battlefield ist der COD-Killer und dann war es Shatterline vorher, das war der COD-Killer und davor war es Splitgate, das ist der COD-Killer. Jedes Game wird automatisch irgendwie per Zwang von Leuten mit Call of Duty verglichen. Call of Duty ist einfach der Big Dog, was Zahlen angeht und es ist absolut schlimm. Aber wenn man ehrlich ist, ist Call of Duty für sich halt schon seit bestimmt 5 Jahren, würde ich sagen, der Killer selber. Die killen sich mit so vielen Entscheidungen, Dingen, die wir immer mal zwischendurch kritisieren. Heute gehen wir ein bisschen näher drauf ein. Und wir fangen direkt mit Topic 1 an und das ist für mich eins der wichtigsten Themen. Früher hatte ich das Gefühl, dass die Entwicklerstudios, und da war es auch egal, ob das Sledgehammer war oder Treyarch oder Infinity Ward, das waren so die drei Main-Studios schon früher, dass da Leute gesessen haben, die selber gezockt haben, die selber Bock hatten, Call of Duty zu zocken, die eine coole Zeit haben wollten. Viele von euch werden ihn schon gar nicht mehr kennen, aber David von der Haar war Lead Designer bei Treyarch und meiner Meinung nach eins der größten Talente, was Entwickler angeht, die wir in dieser Szene überhaupt je gesehen haben. Er hat komplett die Verantwortung für Black Ops 3 gehabt. Meiner Meinung nach, und viele bestätigen das, eins der besten Call of Duties aller Zeiten. Jetzt mal unabhängig davon, ob man eben die Boost Jumps und das Advanced Movement mochte oder nicht. Er war verantwortlich für Blackout, ein Weltklasse Battle Royale am Anfang der Zeit, als Call of Duty Entwicklerstudios eigentlich gar keine Referenz hatten, weil es das erste Call of Duty Battle Royale war. Viele, die hier zuschauen, kennen es vielleicht gar nicht und haben es nie gespielt. Das hat er gemacht. Er hat aus BO4 trotzdem Multiplayer gemacht, obwohl in dieser ganzen Entwicklung seitens Activision so viel Druck war, so viel Chaos. Matt Scrons von Treyarch, der wirklich passioniert ist, der mit Cold War mit hauptverantwortlich war, was vor den letzten 4-5 Jahren durchaus das beste Call of Duty ist, also alles Treyarch Games. Es gab damals bei Infinity Ward, das glaubt man heute kaum, super viele Entwickler, die man heute gar nicht mehr kennt, weil sie gewechselt sind, weil sie zu Ubisoft gegangen sind, weil sie Titanfall gemacht haben, weil sie sich von dem Entwicklerstudio getrennt haben. Man merkt keine Leidenschaft mehr bei den Entwicklern der Games. Jedes Game fühlt sich mittlerweile, finde ich, so dahingeklatscht an. So von wegen, ja, hier ist der Multiplayer, macht damit, ihr kommt schon klar. Man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass die das entwickeln, auch wirklich dahinter stehen, sondern das halt nur entwickeln, weil sie Geld dafür bekommen. Und die beste Arbeit kriegt man immer dann zustande, wenn man etwas macht, wofür man bezahlt wird und Bock darauf hat, das zu machen. Und dann hört man auch auf die Community, dann hört man auf die Leute. Und so generell, wer ist die Community? Ich würde jetzt zur Community alle einschließen, alle COD-Community-Leute, die schon seit ein paar Jahren dabei sind, ne? Die nicht einfach pro Woche 2 Stunden spielen und dann den 80-Zoll Plasma-Fernseher wieder ausmachen, sondern die in den Gaming-Ecken sitzen und einen Monitor haben und einen Controller und vielleicht auch einen SCUF-Controller oder irgendwas mit Paddles und noch ein Headset und jeden Tag 2-3 Stunden spielen und das seit 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren. Es ist nicht böse gemeint, aber jemand, der 15 Spiele spielt und 2-mal die Woche eine Stunde Call of Duty Warzone spielt und dann Level 98 ist nach 9 Monaten, der ist für mich nicht Teil dieser Community, wie ich sie jetzt so nennen würde, ohne sie ausschließen zu wollen. Die Casual Player brauchen wir schon für den Spielerzahlen her.
Es gibt auf jeden Fall überhaupt gar keine Passion mehr bei all diesen Entwicklern. Und gerade bei Infinity Ward habe ich das am meisten schon echt im Gefühl, dass es denen egal ist. Sledgehammer hat mit WW2 richtig reingeschissen, haben dann im zweiten halben Jahr versucht, Gas zu geben. Vanguard war eine Vollkatastrophe, das war von Anfang an klar mit dem Setting. Auch da hatte man trotzdem das Gefühl, dass da welche sitzen, die zumindest versucht haben, das Beste noch draus zu machen, auch wenn es am Ende ein Schrottgame leider war. Und das hat man aber nicht mehr. Dazu kommt zu diesem Passion, das ist so ein bisschen das zweite Thema, warum sich die Community selbst killt oder COD die Community killt eher. Es gibt gar keine Infos. Also wir als Community, ich meine nur ein kleiner Teil von denen, keine Ahnung, letztes Jahr sagt der Report von Activision, gab es mehr als 1 Million verschiedene Spieler auf der Konsole, auf der PlayStation anscheinend, die Call of Duty gespielt haben. Es gibt überhaupt gar keinen Datenfluss mehr. Wir kriegen gar kein Feedback mehr. Jedes Mal, bevor eine Beta ansteht, wird auf Twitter und Reddit hoch und heilig von dem Entwickler-Account versprochen, wir hören auf euer Feedback, wir werden mit euch sprechen, es wird jede Woche eine Abstimmung geben. All diese Versprechen, da könnt ihr wirklich die Uhr nachstellen. Seit 4 Jahren ist das so. Dann kommt eine Beta, dann gibt es nochmal Feedback, so wie jetzt bei der Modern Warfare 2 Beta, wo wir Feedback gegeben haben. Infinity Ward hat das Feedback zurückgegeben und gesagt, okay, ihr wollt eine richtige Minimap, unsere Daten haben gezeigt, nein. Ihr wollt Totenstille, unsere Daten haben gezeigt, nein. So, das waren die halt die Antworten, ne, wo es dann auch sinnlos ist, für Community Feedback zu geben, wenn eh alles abgelehnt wird, weil die Entwickler der Meinung sind, sie wissen es besser, als die, die seit Jahren spielen. Aber trotzdem, immerhin war es eine Antwort. Nach der Beta gab es von Infinity Ward nicht ein einziges Statement über Zustand des Games, über Sachen, die man plant, kein gar nichts. Es gibt ein Trello-Board, das haben die am Anfang eingefügt, weil es so viele Bugs gab, dass keiner mehr hinterherkam. Und in diesem Trello-Board sind teilweise Einträge 7 Monate alt und da wird auch nichts Neues überarbeitet. Also das ist kein Informationsfluss und das ist etwas, was ich mir so lange schon wünsche. Nehmt uns Spieler und Creator doch mal mit und nicht nur diese 3 Pappenheimer, die da eingeladen werden auf ein COD Next Event und dann irgendwas spielen, wie diese Nadja, die jetzt einen OnlyFan-Kanal aufgemacht hat, weil sie, keine Ahnung, beim Cheaten gebannt wurde. Auf jeden Fall spielt sie kein Call of Duty mehr. Warum lädt man solche Leute ein und mit denen sprechen? Das ist kein Informationsfluss. Warum macht man nicht einen Twitter-Account oder, wenn man wie Infinity Ward, Treyarch überall schon einen verifizierten haben, und gebt den mit und sagt, wir wissen, ihr wollt andere Maps haben, zum Beispiel, ich sag nur Beispiele, wir arbeiten noch an 2, die in der nächsten Season kommen, oder wir planen, dann kann man sich das noch, falls da was schief geht, noch vorhalten und sagen, wir haben schon geplant, wir haben es nicht ausgeführt, oder wir haben euch gehört, die Server sind scheiße, wir planen das und das in dem Zeitraum zu machen, A, es gibt den Drohnenbug, wir wissen das, wir arbeiten dran, bitte habt Geduld, es wird ein bisschen dauern. Irgendwelche Infos, dass man als Spieler das Gefühl hat, dass da überhaupt einer sitzt, den das interessiert, dass das alles nicht funktioniert. Das ist so ein bisschen das Zweite, was einfach, oh, das nervt mich, weil es so einfach ist. Es ist für Entwickler so einfach, mit der Community ins Gespräch zu kommen, wenn man es dann möchte. Aber, und das ist das dritte Punkt, Call of Duty dieses Jahr, letztes Jahr fühlt sich halt an wie so eine, keine Ahnung, wie so eine Simulation. So, Disbanded Lobby ist das Problem. Das heißt, ihr spielt, dann ist die Runde vorbei, ihr guckt bei MW2 dann, wie viele Kills ihr gemacht habt, und dann habt ihr 5 oder 6 neue Gegner. Und dann spielt ihr und dann habt ihr 5 oder 6 neue Gegner. Es ist egal, welches Level ihr habt. Also mich juckt es nicht, ob jemand Level 100, 500 oder 800 ist. Weil es keinen Unterschied macht. Es gibt kein Prestige-System, es gibt keinen Prestige-Shop, den wir in Cold War hatten, der cool war. Der ist auch wieder rausgeflogen. Es gibt nichts, was all dieses irgendwie interessant macht. Man spielt stumpf eine Runde, die Runde ist vorbei. Man spielt die nächste Runde, die Runde ist vorbei. Man kann teilweise, ich kann im Game-Chat mit Leuten, seit 3 Wochen habe ich jetzt MW2 wieder angefasst, kontinuierlich. Ich kann mit Leuten im Game-Chat nicht sprechen, weil ich andauernd geshadowbannt werde, obwohl ich den Game-Chat noch nie benutzt habe. Es fühlt sich immer so an, als wenn man einfach so ein paar Zahlen runterspielt, und dieses scheiß Engagement-Optimized Matchmaking hilft da halt auch super bei. Weil, Leute, seien wir ehrlich, es ist eine Formel, die von vornherein darlegt, wie viel Endorphine ihr ausschütten werdet, ob ihr die Runde gewinnen werdet oder verlieren werdet, wie viele Kills ihr machen werdet. Es ist absolut, man arbeitet nach so einer Matrix wie so ein Zombie eigentlich. Das nervt einfach auf Dauer. Es nervt. Und nur ein Beispiel,
Vanguard habe ich wirklich, es war wirklich ein schlechtes Game. Ich glaube, da könnt ihr mir alle zustimmen. Dieser VIP-Screen, Leute, der ging einfach 15 Sekunden. Als er anfing, habe ich gedacht, coole Sache. Dann habe ich gecheckt, wie lange der dauert. Habe ich gedacht, den werden sie verkürzen. Haben sie nie gemacht. Der war nervig. Aber irgendetwas, was irgendeine persönliche Note gibt, dass man zockt und sagt nach der Runde, ah, Lukas hat 100 Headshots gemacht oder ich habe einen Nuke gemacht oder der hat dreimal einen Hater gerufen oder irgendwie sowas. Irgendwas, was einem das Gefühl gibt, dass man schon mit Menschen noch zu tun hat. Dadurch, dass man schon keine Lobbys hat, die irgendwie zusammenbleiben. Ja, das nervt auch tierisch und das zerstört die Community, weil jeder fühlt sich so ein bisschen abgespalten. Jemand, der jetzt nicht im Team spielt, spielt dann sowieso für sich allein. Der spielt dann eine Stunde und geht wieder. Damit ist das Thema durch. Und dann, das kommt, finde ich, auch ein bisschen dazu, im Blackout, die von euch Blackout gespielt haben, werden es noch wissen, den Number-Skin und die verschiedensten Skins, die man mit den verschiedenen Spezialisten im Blackout sich erspielen musste. Nicht kaufen, erspielen musste. Mit verschiedenen Challenges, die man in Blackout hatte. Holy fuck, ich habe tausende Stunden gegrindet, um alle diese Skins freizuschalten. Da waren so Aufgaben wie, du musstest mit 10 verschiedenen Heilungssachen eine Runde gewinnen oder Top 3 werden. Oder du musst ein Helikopter steuern. Oder du musst ohne Rüstung die Runde gewinnen. So Sachen, die wirklich aber mal eine Herausforderung waren, wofür er dann diesen Skin bekommen hat, mit dem ich im Multiplayer angegeben habe, weil ich wusste, den haben nicht viele. Und dieser Number-Skin war dieses ultimative, man grindet dafür, zeigt es anderen und andere fanden es cool. Das hat einem selber Spaß gemacht. Jetzt ist es einfach nur, ja, ich habe mir das 30-Euro-Bundle gekauft. Und Herbert sagt dann, ja, ich habe auch das 30-Euro-Bundle. Thomas sagt dann, nee, das ist das 30-Euro-Bundle, was heute kam. Ich habe meins aber gestern gekauft. Und dann zeigt man seine 30-Euro-Bundles. Ja, toll. So, ich sehe diese Bundles im Game und lache die Leute innerlich aus, weil ich denke, wie kannst du so dumm sein? Wie kannst du wirklich auf die Idee kommen? Und die Leute geben ja Tausende von Euro monatlich für diese Skins aus. Und das nervt auch so. Wisst ihr, der Multiplayer, der wird ignoriert, okay? Es ist sowieso alles aufgeteilt. Der eine spielt Multiplayer, einer spielt DMZ, einer spielt Warzone, einer spielt Ashika Island, einer spielt irgendwie ein Raid, die ich noch nie angefasst habe. Es ist so hart aufgeteilt. Und das Einzige, was alle gemein haben, ist, dass alle mit irgendwelchen gekauften Skins umherrennen. Und du hast einfach überhaupt nichts mehr, worauf du wirklich dich hinsetzt und sagst, heute 8-Stunden-Session, ich will Prestige 3 schaffen. Zum Beispiel. Oder ich will das freischalten. Jede Season ist genauso. Es kommt eine Season, 2 Waffen, 2 Maps. Die Maps sind meistens Dogshit leider. Dann habt ihr einen Operator bei Level 100 im Battle Pass. Und das war's. Wenn ihr langsam spielt, habt ihr es nach 2 Wochen durch. Wenn ihr schnell spielt, habt ihr es nach 2 Tagen durch. Und dann sitzt man da und macht wieder kontinuierlich dieses, wie so ein Zombie, so, ich muss leveln, ich spiele Shipment. Die Games haben überhaupt gar kein Herz mehr, wirklich gar keins mehr. Man sieht keine Entwicklung mehr wirklich, man sieht keine Verbesserung. Dinge, die in der Vergangenheit klasse waren, werden ohne Grund rausgenommen und kommen nie wieder. Ich habe heute getweetet, das Hauptquartier in WW2, ey, Jungs, jetzt mal ganz ehrlich, das Hauptquartier in WW2 war eine der geilsten Neuerungen. Ich habe Stunden meiner Games in WW2 im Hauptquartier verbracht, in diesen kleinen 1 gegen 1, in dem man auf die Flugzeuge geschossen hat, in dem man Streaks getestet hat, wenn man zum Quartiermeister gegangen ist, vorne auf dem Scoreboard, da war ja diese Tafel, diese grüne, wo die Stats von euch und von Gegnern und so waren, so welche KD, wie viele Punkte. Und wisst ihr, wie geil das war, darauf zu grinden, dass man immer, wenn man im Hauptquartier war mit 20, 30, 40 Leuten, dass sein Name da vorne aufgetaucht ist. Man konnte da jeden Tag diese Ingame-Währung sich abholen. Dieses Hauptquartier war eine der meiner Meinung nach besten Neuerungen, die ich jemals in einem Game, nicht nur COD, sondern generell gesehen habe, im Gegensatz zu anderen Teilen. Und die Leute haben es geliebt, nachdem es funktioniert hat. Was war die Entscheidung seitens Activision danach? Es wird nie wiederkommen. Stattdessen haben wir jetzt eine Shooting Range, die so schlecht ist, dass selbst die bei XDefiant in der Beta besser war. Die Shooting Range, die wir in MW2 haben, ist... Sie hätten es halt auch lassen können, das zu implementieren. Man hätte es wirklich einfach lassen können. Und eine Sache dabei, Leute, ist das, was mich am meisten triggert. Vor
2,5 Monaten, nachdem wir wirklich die größte Down-Phase mit MW2 hatten, hat Infinity Ward über ihren Twitter-Account angekündigt, ab sofort jede Woche auf Twitter eine Umfrage für die Spieler zu machen, welche Playlist die Leute haben wollen, und die, die am meisten Stimmen bekommt, wird dann wöchentlich eingefügt. Ratet mal, wie oft sie diese Umfrage, die versprochen wurde und sofort starten sollte, bis heute erfolgreich umgesetzt haben. 5-mal, 3-mal, 2-mal, 1-mal. Sie haben legit in 2,5 Monaten ein einziges Mal diese Umfrage gemacht. Und das erst nach 6 Wochen, nachdem hunderte Leute denen geschrieben haben, dass sie wohl vergessen haben, dass sie sowas versprochen haben. Und all diese Sachen für jemanden wie mich, der seit 15 Jahren Call of Duty spielt und richtig gute Call of Duties gesehen hat und richtig coole Ideen und schöne Maps und coole Waffen und gute Game-Feelings, da ist man einfach irgendwann genervt. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass man irgendwie von Call of Duty genug hat, sondern in meinem Fall ist es so, ich habe diese Franchise geliebt und tue das irgendwie immer noch, und da sind Kindheits- und Jugendzeiterinnerungen dran, und man hat LANs gespielt und das erste Battle Royale und irgendwie mit Call of Duty das erste YouTube-Video gemacht und den ersten Cent bei Twitch mit Call of Duty verdient. Es ist so eine tolle Franchise, die so viel Spielspaß machen kann, wo man unglaubliche Leute kennenlernen kann. Freunde kennen. Ich habe Freunde, die ich heute noch habe, über Lobby-Chat in Call of Duty kennengelernt. Ich habe Leute in meiner Twitch-Community, zu deren Geburtstag ich eingeladen werde, indem wir gemeinsam zueinander gefunden haben, weil wir gemeinsam Call of Duty gezockt haben. Ich habe einen meiner besten Gaming-Buddies, der dieses Logo gemacht hat hinter mir. Mir, das hat er in seiner Arbeitszeit gemacht einfach, der mit mir die neue Grafikkarte eingebaut hat, mit dem ich jetzt schon 2-mal hier war. Ich habe einen Gaming-Buddy, den habe ich nur durch Stream und Game kennengelernt. Mit dem war ich jetzt schon 2-3-mal essen. Auf seinem Stuhl sitze ich, den er mir besorgt hat. In seinen Vertragsverhandlungen mit Recaro als Arbeitgeber. Dieses Game, diese Franchise hat so einen Kern von guten Leuten in der Community. Und es nervt einfach und es macht mich traurig, dass Entwickler und vor allen Dingen Publisher, Activision dahinter, aufgehört haben, sich darum zu kümmern und jedem von uns im Prinzip imaginär eine Zahl auf die Stirn geschrieben haben und wir nur noch wie so ein Zahlenroulette sind und man guckt, welche Angel man auswirft, damit man möglichst viel Geld aus den Leuten rausbekommt. Ja, das ist eigentlich alles. Ich könnte noch länger machen, aber ich gucke so zwischendurch, ich bin jetzt schon bei fast 20 Minuten, bisschen lang. Leute, lasst mich eure Meinung hören, das wollte ich einfach mal so teilen. Mich würde eure Auffassung interessieren. Lasst ein Like da und beleidigt euch nicht gegenseitig. Haut rein.